Gut, damit sagen wir herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem nächsten Auswärtsspiel. Samstag geht es zu Arminia Bielefeld. Ich darf unseren Geschäftsführer Sport Rashid Asusi begrüßen und unseren Trainer Stefan Leitl. Rashid, fangen wir bei dir an. Kurz vor Transferschluss hat sich ja heute noch was getan. Ihr habt unsere Pressemitteilung ja wahrscheinlich schon entnommen. Nik Omladic wechselt nach Rostock. Ja, danke schön, Immo. Erstmal will ich unseren Trainer zum Geburtstag gratulieren. Dafür alles Gute, Stefan, und viel Gesundheit vor allen Dingen und viele, viele gute und angenehme Stunden hier bei der Spielvereinigung und natürlich auch viel Erfolg. Vielen Dank, Rashid. Ja, Transferzeit ist immer noch ein bisschen oder wird meistens dann auch mal ein kleines bisschen hektischer. Unrund ist es nicht. Wir konnten jetzt mit Nick einen Spieler nach Rostock transferieren, wo es eigentlich klar war, dass schon seit Sommer, dass wir da eine Veränderung anstreben, und das hat jetzt funktioniert. Wir wünschen natürlich dem Nick alles Gute in Rostock, viel Erfolg, mehr Einsatzzeiten natürlich und dass er gesund bleibt. Und ja, also so schaut die Situation momentan aus. Steininger ist am Knie operiert worden, von daher wird es da keinen Wechsel mehr geben, und bei Sean Parker ist die Situation einfach noch offen. Danke, Rashid. Stefan, das nachgelagerte Geburtstagsgeschenk wäre dann am Samstag ein Auswärtserfolg in Bielefeld oder ein erfolgreiches Spiel in der Mannschaft? Ja, erstmal nochmal danke für die Glückwünsche und nochmal an der Stelle auch für Nik Omladic auch von meiner Seite alles Gute. Und ja, ich hoffe, dass er für ihn persönlich, dass er da in Rostock jetzt sein Glück findet und auch dementsprechend seine Leistung auf den Platz bringen kann. Und zu deiner Frage immer natürlich, ein Geschenk ist es, wenn die Jungs das abrufen, was wir in uns haben, und das auf den Platz bringen, was wir spielen wollen. Und dann sind wir alle davon überzeugt, dass wir auch bei einem sehr starken Gegner ein gutes Auswärtsspiel abliefern würden. Zum Kader jetzt oder zum Personal ist es so, dass bis auf Marco Meierhöfer, Sebastian Ernst und Robin Kerr alle Spieler zur Verfügung stehen. Das heißt, wir haben über 20 Feldspieler, die am Wochenende einsatzbereit sein können, und haben jetzt noch einen Tag Zeit, um uns dann auch für den Kader für Bielefeld zu entscheiden. Vielen Dank an euch und damit die Möglichkeit, für euch Fragen zu stellen. Wer möchte anfangen? Florian Jennemann. Herr Leitl, bleibt es denn bei der Doppel-6? Ja, wir haben die Woche viel probiert, auch aus taktischer Sicht. Und wollen wir uns auch den Tag jetzt noch lassen und werden dann morgen Abend dann auch die Entscheidung treffen, wie wir dann aus welcher Grundordnung wir gegen Bielefeld spielen werden. Martin Czarno. Vielleicht daran anknüpfend, erwarten Sie denn ein ähnliches Spiel von der taktischen Ausrichtung des Gegners wie gegen Regensburg, dass die öfter mal mit einem hohen Ball arbeiten werden? Ne, die Bielefelder, die haben eine sehr gute Spieleröffnung, auch eine flache Spieleröffnung. Sie haben natürlich durch die Anordnung ihrer drei Spitzen vorne auch die Möglichkeit, Situationen mit dem hohen Ball gerade auf Fabian Gloß zu überspielen. Und das bedeutet für uns einfach, dass wir uns auf diese hohen Bälle einstellen müssen, die eventuell mal kommen können. Aber das ist schon eine Mannschaft, die auch sehr gut über Flachpasskombinationen kommt. Und deswegen ist es auch eine sehr schwierige und komplexe Aufgabe auch für uns. Aber wie gesagt, ich glaube, wir sollten insgesamt den Gegner respektieren, aber vielmehr auf unsere Leistung gucken und schauen und versuchen, an unsere Leistungsgrenze zu kommen, um den Gegner einfach ein sehr, sehr intensives Spiel abzuverlangen und, wie gesagt, unsere Stärken in das Spiel dann auch einbringen. Martin? Bleiben wir noch kurz bei Bielefeld, die haben noch kein Spiel verloren. Wenn man sich so einige Medien vor der Saison und jetzt auch durchliest, gelten die auch so ein bisschen als Geheimfavorit, auch für Sie. Was macht Bielefeld richtig in dieser Saison oder vielleicht auch in den letzten Monaten? Ja, ich bin nicht überrascht.
dass sie einen Punkt vor uns in der Tabelle stehen. Also es ist eine gewachsene Mannschaft, die ja, im Grunde auch zusammengeblieben ist. Sie konnten sich jetzt noch auch auf zwei Positionen eben gut verstärken. Und ja, es war schon in der abgelaufenen Saison, einfach in der Rückrunde zu erkennen, dass da auch was am Wachsen ist. Und deswegen bin ich nicht überrascht, dass sie ja, noch ungeschlagen in diesem Jahr sind. Aber wie gesagt, wir sind auch gut drauf. Wir spielen auch eine gute Runde bisher. Und ja, es wird ein sehr interessantes Spiel, glaube ich, am Samstag. Und ja, für uns einfach ein Spiel wie jedes andere auch nochmal an unsere Leistungsgrenze gehen, von dem überzeugt sein, was wir auf den Platz bringen wollen, um ein gutes Spiel zu zeigen. Und wenn wir ein gutes Spiel zeigen, dann ist Bielefeld auch gefordert, eben an ihre Grenzen zu gehen, um auch dann erfolgreich zu sein. Und das ist unser Ziel. Martin. Ich bleibe noch einmal beim Thema Bielefeld. Die haben einen sehr erfahrenen Trainer, Uwe Neuhaus. Was verbinden Sie mit dem? Was kann der besonders gut? Schätzen Sie ihn? Kennen Sie ihn vielleicht sogar ein bisschen näher? Sie haben dann ja bestimmt auch schon mal als Trainer einer gegnerischen Mannschaft erlebt. Ja, ich schätze Uwe Neuhaus sehr. Also es ist, ich habe ja als Spieler schon das ein oder andere Vergnügen gehabt, als er schon auf der Trainerbank saß und jetzt als Trainer eben auch. Ich glaube, dass seine Mannschaften immer einen sehr, sehr guten Fußball spielen. Hat jetzt in verschiedenen Stationen, sowohl bei Union Berlin, Dynamo Dresden und jetzt auch in Bielefeld, einfach, er leistet gute Arbeit und ja, ich schätze ihn sehr. Und sicherlich ist da auch Respekt vor seiner Arbeit da, aber wie gesagt, wir haben ja auch was vor in Bielefeld, ja, als Spielvereinigung. Und jetzt nochmal, ja, wir wollen versuchen, unser Spiel auf den Platz zu bringen. Wir können ja, mit Selbstvertrauen nach Bielefeld fahren. Wir haben jetzt gute Spiele gezeigt in Hannover, zu Hause gegen Regensburg. Und deswegen, wir haben Selbstvertrauen und rechnen uns auch, wie ich es jetzt auch schon öfters gesagt habe, wenn wir an unsere Leistungsgrenze kommen, ja, dann rechnen wir uns auch was für Bielefeld aus. Flo. Wie weit ist denn Branimir Gotha schon, um an seine Leistungsgrenze zu gehen? Nach dem Regensburg-Spiel haben Sie gesagt, er ist so vielleicht bei 70%, glaube ich. Hat er die 30 jetzt dann auch schon draufgepackt oder fehlt noch ein bisschen was? Ja, wir sind natürlich schon einen Schritt weiter als vor dem Regensburg-Spiel, aber für ihn ist einfach wichtig, dass er, ja, dass er in eine Trainingsroutine kommt, dass er diese Trainingseinheiten eben auch absolvieren kann. Er macht Zusatzschichten, weil er ja keine komplette Vorbereitung jetzt mit uns absolvieren konnte. Und wir sind da auf einem guten Weg, ja, bei ihm und ist auch eine Option für die Startelf am Samstag. Aber wie gesagt, da haben wir jetzt noch morgen die Trainingseinheit und ja, dann werden wir uns im Team auch zusammensetzen und werden das nochmal besprechen und ja, wir werden dann 11 gute Jungs aufs Feld bringen, die in Bielefeld eine gute Leistung zeigen. Martin Ferschmann. Auch wenn er jetzt weg ist, noch eine Nachfrage zum Omladic. Was war denn jetzt im Endeffekt ausschlaggebend, dass er auch unter Ihnen den Sprung in die Mannschaft so nicht geschafft hat? Kicken kann er ja, aber gepackt hat er es im Endeffekt nie. Ja gut, da haben wir ja schon auch jetzt öfters drüber gesprochen. Es ist einfach so, dass wir im Team einfach eine Erwartung auch an Nick hatten und er konnte die einfach nicht so umsetzen in unserem System, in unserer Grundordnung. Vielleicht auch positionstechnisch. Ja. Wir haben ihn auf einer Position eher im zentralen Bereich gesehen. Er sich eher auf der Außenbahn. Und wie gesagt, das war dann auch ausschlaggebend für uns, dass wir dann dazu gekommen sind, um ihm auch nahezulegen, dass er sich einen neuen Verein eben suchen soll. Das hat jetzt für ihn persönlich ja Gott sei Dank geklappt. Und nochmal, ja,
Es gibt Situationen, wo Spieler und Trainer vielleicht nicht so zusammenpassen. Das heißt aber nicht, dass Nick ist ein ganz feiner Mensch. Ja. Unheimlich viel Sympathien auch innerhalb der Mannschaft und hat sich auch hier nie irgendwas zu Schulden kommen lassen. Aber wie gesagt, meine Erwartungen an ihn waren eine andere und die konnte er ja, so für uns als Team dann auch nicht erfüllen. So ein junger Spieler wie der Leveling, den Sie jetzt permanent bringen, ist so ein Junge schon in der Lage, so eine Saison durchzustehen in so einer Stammelf oder muss man den immer mal wieder rausnehmen und Pausen geben? Nee, müssen tut man gar nichts. Also es ist je nachdem, wie sich Jamie auch fühlt. Ich glaube, er ist physisch sehr stark und sehr stabil und kann das auch ableisten. Also gibt keinen Grund, ihn jetzt da gesondert zu behandeln. Wenn man jetzt die ersten vier Spiele Revue passieren lässt, wo finden Sie denn im Moment einen Ansatzpunkt bei der Mannschaft, wo Sie sagen, da können wir doch was besser machen? Ich meine, Laufleistung seid ihr immer über den Gegner, da fehlt es an nichts. Ist es manchmal beim Anlaufen, dass es noch ein bisschen wild ist mitunter oder beim Verschieben? Oder wo sagen Sie, es sind noch Punkte, wo man besser werden kann? Ja, Pressing soll ja wild sein. Also das ist ja, wenn ich Angriffspressing spiele, da muss ich ja Stresssituationen erzeugen. Ja, ich glaube einfach, so ein Spieltag ist immer eine Bestätigung dafür, was du in der Woche trainiert hast. Und dann gibt es nach jedem Wochenende gibt's Ansatzpunkte, sowohl wenn du ein erfolgreiches Wochenende hast, als auch wenn du ein negatives Wochenende hast. Und ich glaube, dass wir uns als Mannschaft schon ein gutes Stück weiterentwickelt haben, aber dass so ein Prozess einfach ja, über eine komplette Saison geht. Und es gibt immer wieder Kleinigkeiten, die wir verbessern können. Aber nochmal hier, ich glaube schon, dass man gesehen hat, dass wir ja, aktuell sehr stabil stehen, sehr stabil auch gegen den Ball spielen. Ja, wir sind die Mannschaft, die wenigsten Torschüsse zulässt in der zweiten Liga. Und ich glaube schon, dass wir dann auch einen Schritt weiter gekommen sind als in der Vergangenheit. Ja, und ansonsten werden wir die Dinge, die wir dann analysieren, werden wir natürlich versuchen oder in denen werden wir uns versuchen zu verbessern. Florian Jennemann nochmal. Rashid, du hast gesagt, die Situation bei Sean Parker ist noch offen. Heißt offen, dass es noch keine Anfragen gibt oder heißt es gibt Anfragen und es ist offen, ob man zusammenkommt? Ja. Das Zweite. Ja, also es, wie gesagt, es kann noch was passieren, aber es muss nicht. Also von daher müssen wir das einfach noch abwarten, die Tage. Nochmal würde ich gerne auch zu den letzten Spielen oder zu den vier Partien, die wir abgeliefert haben. Ich würde mir schon wünschen, dass das auch so ein bisschen wahrgenommen wird, wie wir gespielt haben. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn wir gewinnen, war der Gegner schlecht. Und wenn wir wie in Duisburg verlieren, dann war die Mannschaft von uns eine Katastrophe. Ich glaube schon, dass die Mannschaft auch selbstbewusst und mit einer gewissen Portion Selbstvertrauen auch und auch Glauben in die eigene Stärke in die nächsten Spiele gehen kann und dass es kein Zufall ist, ne, was sie da spielen, sondern dass es schon auch ihre Qualität ist und dass es nicht immer damit zu tun hat, dass der Gegner schlecht spielt, wenn wir gut spielen, sondern dass es einfach damit zu tun hat, dass wir eine gute Mannschaft haben, einen guten Trainer und uns taktisch gut auf die Gegner einstellen und glaube auch jedes Spiel eigentlich gewinnen müssen, muss man mal ganz klar sagen. Auch Hannover bei 17-10 Torschüssen, bei den klareren Torschancen, die wir hatten, glaube ich, kann man das schon auch so aufzeigen. Und da reden wir uns nicht was ein, sondern ist so. Und wie gesagt, Aue, das erste Spiel brauche ich euch auch nicht sagen. Also auch ein Spiel, was wir eigentlich gewinnen müssen. Von daher, glaube ich, können wir sehr zufrieden sein bis hierher und wissen, dass wir immer wie gegen Bielefeld jetzt auch an unsere Grenzen gehen müssen, aber wir brauchen uns da vor denen noch nicht zu verstecken. Weil manchmal kommt es mir, wenn ich dann immer die Berichte lese, dann ist es immer
Ja, gegen Regensburg, ja, nicht unverdient gewonnen. Nee, wir haben da ganz klar verdient, hochverdient gewonnen. Muss man ganz klar sagen. Wir haben die klar besseren Chancen gehabt. Wir haben gegen Regensburg wenig zugelassen. Und in Hannover, glaube ich, hat der Trainer es ja auch in der Pressekonferenz gesagt, dass es eigentlich nur einen Sieger geben darf. Und das wären wir gewesen an dem Spieltag. Dass Hannover eine gute Mannschaft ist, gar keine Frage. Aber an dem Tag, glaube ich, hätten wir das Spiel gewinnen müssen. Und das ist auch kein Zufall, dass wir das hätten gewinnen müssen, weil die Mannschaft das einfach und dem Trainer gut macht. Ich wollte jetzt dann von dir, Rashid, nochmal wissen, auch beim Parker, wieso hat es mit ihm jetzt hier in Fürth nicht funktioniert? Er gilt ja immer als so, dieses ewige Talent. Naja, es ist ja immer so, Martin, du holst einen Spieler und hast natürlich eine Fantasie oder eine Hoffnung, dass, und das müssen wir als Fürth, dass du ein Talent holst, was vielleicht irgendwo anders nicht klargekommen ist. Und wenn ein Spieler bei Augsburg nicht irgendwo in Tritt gekommen ist, dann kann es bei uns trotzdem immer noch funktionieren. Und das war die Hoffnung. Leider hat es ihn einfach in der letzten Saison immer wieder auch zurückgeworfen durch Verletzungen und kam eigentlich nie dazu, mal über ein paar Spiele seine Leistung auch zeigen zu können. Aber wie gesagt, das liegt natürlich dann auch immer wieder auch an den Spieler selber, ja, dass er durch gute, durch konstante Trainingsleistungen sich anbietet, ja, um die Möglichkeiten zu bekommen. Und von daher haben wir jetzt im Sommer für uns entschieden, dass wir sagen, wir wollen uns da neu aufstellen. Ich glaube, das haben wir gemacht, auch ordentlich. Und dann gilt es halt für den Jungen darum, sich einfach irgendwo anders wieder zeigen zu können, um dann wieder mehr Spielpraxis zu bekommen, um eventuell dann wieder an sein altes Leistungsniveau zu kommen. Ja. Und das ist halt manchmal so. Gut, dann sagen wir an der Stelle vielen Dank fürs Kommen. Ich wünsche jetzt noch einen angenehmen Nachmittag und Freschi, Samstag gute Anfahrt nach Bielefeld.